Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König kann heute mit einer unangenehmen Überraschung rechnen. Er verliert auch seine innere Ruhe, er verliert das innere Gleichgewicht. Aber seine Gemahlin, die Königin, unterstützt ihn. Das hat eine beruhigende Wirkung. Es gibt im Königreich zurzeit ganz viele Ungerechtigkeiten und es ist alles so zögerlich. Viele Menschen fühlen sich gerade kraftlos und müde. Der hübsche Prinz erinnert sich an seine Vergangenheit und da waren auch einige Ungerechtigkeiten. Er fühlt sich enttäuscht. Die schöne Prinzessin bekommt heute ein Zeichen, das leuchtet schon und sie kann ihre Kreativität entfalten. Heute kommt auch eine wichtige Nachricht, eine Botschaft. Etwas oder jemand kehrt zurück. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Heute bildet sich Sonne und Uranus ein Quadrat. Das ist Spannung. Und das bedeutet, der König kann mit einer unangenehmen Überraschung rechnen. Sonne und Mond bildet sich ein Halbsextil. Das heißt, die Königin hat eine beruhigende Wirkung. Mond und ein rückläufiger Jupiter bilden sich heute einen sogenannten Quinkungsaspekt. In einer rechtlichen Lage ist alles unsicher. Diese Rückläufigkeit von Jupiter zeigt Zögerungen. Mars steht in Verbindung zum ein rückläufigen Neptun, auch ein Quinkungsaspekt, und das heißt, innere Unruhe, Unsicherheit, Müdigkeit und bei Neptun Energie auch Enttäuschungen. Aber durch diese Rückläufigkeit hat das mit Vergangenheit was zu tun. Da kommen die Erinnerungen. Mars zeigt auch die Kraft und wir fühlen uns heute müde, erschöpft und kraftlos. Aber Mars bedeutet auch ein männlichen Person und in meinen Erzählungen heißt, der hübsche Prinz erinnert sich und ist enttäuscht. Und das löst diese rückläufige Neptun-Energie aus. Die heutige Mondbewegung bekommt einen Einfluss von Stern Alhena. Übersetzt bedeutet das Zeichen oder das Leuchtende. Wir bekommen ein Zeichen, was leuchtet und Alhena steht in Verbindung oder vermittelt Kreativität. Das, was die schöne Prinzessin auch bekommt, ein Zeichen, was läutet und kann ihren Kreativität leben. Jemand kehrt zurück oder etwas kehrt zurück von Vergangenheit. Ein rückläufiger Merkur verlässt den Tierkreiszeichen Krebs und kehrt wieder zurück zum Zeichen Zwillinge nach indischen Berechnung. Und das war die Information für meine Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.